28 Tage ist Boris Herrmann jetzt allein mit den Naturgewalten. Noch lacht er, obwohl auch der 39-Jährige seit Freitag dem rauen Wetter ersten Tribut zollen muss. Beide Hydrogeneratoren, das sind die schwarzen Dinge am Heck, sie werden abwechselnd ins Wasser abgesenkt, um Strom zu erzeugen, sind aus ihrer Verankerung gerissen. Immerhin sind sie durch ein Sicherungsseil noch da und nicht verloren gegangen. Ich habe selbst meine ersten Schäden hier an Bord letzte Nacht erleiden müssen. Mit meinen Hydrogeneratoren, den Propellern, die am Heck Strom erzeugen. Ich bin zu schnell gefahren. Die sind abgerissen, leider beide auf beiden Seiten. Ich habe grundsätzlich drei Quellen zur Stromerzeugung, Solar, Hydrogenerator und meine Dieselmaschine. Bis sich die Bedingungen etwas beruhigen, muss ich jetzt nachts mit der Dieselmaschine Strom erzeugen, tagsüber reicht Solar. Und ich werde dann bei der nächsten Gelegenheit meine Hydrogeneratoren versuchen zu reparieren. Eine Lappalie verglichen mit dem, was sich am Montag bis in die Nacht gut 1000 Kilometer südlich von Kapstadt abgespielt hat. Die Yacht des französischen Teams PRB bricht auseinander und sinkt innerhalb weniger Minuten. Gegen 14 Uhr stoppt das Tracking-Signal der orangen PRB. Haben Sie schon mal Schiffswracks gesehen? Das hier war noch viel schlimmer. In 4 Sekunden klappte das Boot zusammen. Es faltete sich 90 Grad auf, der Bug zeigte nach oben. Ich zog den Kopf ein, dann kam schon das Wasser. Ich konnte gerade noch eine Textnachricht senden, bevor das Wasser die gesamte Elektronik zerstörte. Es war völlig verrückt. Jean Le Cam, der mit 61 Jahren Älteste im Feld, war am nächsten dran an der Unfallstelle. Ich segelte etwa 2 Stunden entfernt. Hab sofort Kurs auf die Havariezone genommen. Aber es wurde dunkel und bei 5 Meter Welle und 30 Knoten Wind ist es sehr schwer, jemanden zu finden. Die Rennleitung hat außerdem noch 3 weitere Segler umgeleitet, darunter auch Boris Herrmann, um bei der Suche nach dem verunglückten Kevin Escoffier zu helfen. Man wird sich natürlich in dem Moment bewusst, wie unglaublich groß das Suchfeld ist und was für eine Nadel im Heuhaufen wir hier suchen. Das war, ich war sehr, sehr motiviert und habe versucht, so gut es ging, zu gucken in alle Richtungen. Gleichzeitig war es natürlich absehbar, dass man das nicht schaffen wird, für 10 Stunden dort Ausschau zu halten. Es ist extrem kalt gewesen in der Nacht und hoher Seegang, Gischt, die über Deck kommt. Also irgendwo sind auch Grenzen. Es ist nach menschlichem Ermessen fast unmöglich, einen Schiffbrüchigen in der Dunkelheit wiederzufinden. Auch nicht in einer Rettungsinsel. Plötzlich sah ich ein Licht blinken. Ich bin dahin, habe meine Segel geborgen und versucht, näher ranzukommen. Plötzlich sah ich Jean, fast über mir, 100, vielleicht 200 Meter entfernt in diesen riesigen Wellen. Und ich fragte jetzt, ja, rief er, wir machen es jetzt. Er warf mir eine Leine mit einer Rettungsboje zu, die habe ich tatsächlich gefangen. Und dann habe ich mich rangezogen und als ich dicht genug dran war an seinem Heck, bin ich rübergesprungen. Auf Jean Le Cam Imoca, as soon as I was close enough, I jumped and catch the back of the boat. Eine seemännische Meisterleistung und ein kleines Wunder rettet dem 40-jährigen Kevin Escoffier das Leben. Die Hollywood-Note an dieser Geschichte: Vor 11 Jahren, 2009, war es das Team PRB mit einem anderen Skipper, das Le Cam, der Kiel oben vor Kap Horn trieb, auffischte. Zur gelungenen Revanche gratulierte Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron höchstpersönlich. Ich habe das bis gestern stark beschäftigt. Ich habe auch noch meine Träne verdrückt. Die Sache war einfach auf Messerschneide.
Ich glaube, der Kevin selber, der ist sich der Sache gar nicht so bewusst. Der geht da sehr positiv mit um. Aber ich weiß nicht, ob sich das bei ihm vielleicht nochmal in ein, zwei Monaten wieder ins Bewusstsein vielleicht dann durchdringen wird, wie haarscharf das eigentlich war. Heute Nacht ist ein in der Nähe kreuzendes französisches Marineschiff vorbeigekommen, um den Passagier abzuholen. Sie haben auf das richtige Wetterfenster gewartet. Monsieur Mackay, merci. Salut. Ein letztes Merci und Escoffier musste nochmal in die eisigen Fluten springen. Et voilà. Rein ins Schlauchboot, bevor dann bei der Marine endlich eine heiße Dusche wartet. Sie werden ihn auf die französische Insel La Réunion bringen. Und Jean Le Cam kann jetzt sein Rennen, so wie es die Regel vorsieht, alleine fortsetzen. In den Hafen von Kapstadt sind inzwischen drei weitere Havaristen eingelaufen, alle leckgeschlagen. Und mit Sam Davis aus England ist auch die erste von sechs Frauen ausgeschieden. Es ist schmerzhaft, aber besser, man hat alles versucht und es hat nicht funktioniert, als dass man es gar nicht erst probiert hätte. Jetzt kommen die Eisberge. Satelliten bewachen die Segler, zählen jeden einzelnen Eiskoloss, geben ihm eine Nummer und Positionsdaten. Das dunkelblaue Gebiet ist die Eisverbotszone. Boris Herrmann liegt nach wie vor gut im Rennen auf Rang 7, aber noch ist ja nicht einmal Halbzeit. Das macht einem bewusst, all die Schäden der anderen, die eigenen, wie verletzlich wir sind auf diesen Maschinen mit dieser ganzen Technik. Das macht mir auch bewusst, wo meine Priorität liegt, denn ich möchte unbedingt ankommen. Ich bin dankbar für jeden Tag, der hier glimpflich vorangeht und der Schwerpunkt zwischen Rennen und Ankommen verschiebt sich. Ich habe den Tag vor Augen, wo ich über die Ziellinie fahre und das ist mein großes Ziel. Ich möchte durchkommen und eine gewisse Demut stellt sich ein. Es bleibt nass und ungemütlich. Jetzt beginnt die Phase des Rennens, die sie die Hölle nennen. Auch wenn die letzten Bilder, die uns von Boris erreichen, zeigen, dass sich das Wetter vorübergehend beruhigt hat. Sie segeln mit hohem Einsatz für eine Menge Ruhm, der auf diejenigen wartet, die durchkommen.